Es ist Loja. Der zweite Team of the Year. Hilfe. Team of the Year. Der dritte Team of the Year. Was passiert hier? Passt. Ganz einfach und klar und sachlich analysiert. Moin und Servus zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Heute gibt es was ganz, ganz Besonderes und zwar meine erste Player-Review. Nervt mich jetzt nicht, das heißt nicht Review, sondern, keine Ahnung, ihr Englisch-Patricks da draußen. Wir schauen uns eine ganz besondere Karte an. Eigentlich wollte ich eine andere Aufnahme machen, aber dann ist 19 Uhr gewesen und dann kam Silas Wamangituka SBC raus. Und diesen Kollegen werde ich jetzt machen, sofort in der SBC packen, also halt die SBC von dem machen. Dann werden wir direkt, heute ist Sonntag, 2 Weekend League-Spiele mit dem machen und dann werde ich auch mein Feedback zu dieser Karte euch geben, weil ich bin sehr gespannt, wie diese Karte sein wird. Wir schauen sie uns an. Silas Wamangituka. Schon eine heftige Karte. 5 Sterne Skill, 3 Sterne Weakfoot. Hat ein Upgrade bekommen. Tempo sowieso. Abschluss ist Wahnsinn bei ihm. Langer Pass ist weiterhin nicht so gut. Kurzer Pass aber schon. Balance ist nicht so gut. Dafür aber die Beweglichkeit. Dribbling 99. Stärke 91, Ausdauer. Ich bin wirklich gespannt auf den. Ich werde direkt die SBC jetzt machen. Ihr wisst, bei mir dauert sowas nicht so lange. SBCs und ich, das ist... Ihr wisst, ich hab schon ein bisschen vorgearbeitet. Was siehst? Schau her, was siehst? Soll ich das abgeben, Chat? Ja oder nein? Natürlich, super gebaut. Was siehst? Wir gehen rein, Alman, Ruhe. Erstes Team gebe ich ab. Okay, zweites Team. Wir gehen rein. Okay, ich kaufe mal ein bisschen ein, Ruhe. Wir gehen rein, Süle, als erster Neuzugang. Oh. 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 Mann. Was? Ich hasse SBCs. Ich habe die Schnauze voll, Freunde. Wir waren jetzt einkaufen. Die zwei Kollegen kommen jetzt da rein. Wenn es jetzt nicht reicht, dann kriege ich einen Anfall, wirklich. Das reicht immer noch nicht. So. Jetzt aber. Perfekt gebaut. Hat nur eine Minute gedauert. Kapi. Ich weiß nicht, ich habe gerade wirklich, glaube ich, eine halbe Stunde gebraucht. Egal. Ich habe das Team. Wir gehen rein. Ruhe. Komm zu mir, Silas. Komm, Silas Wamangituka. Da ist er, Freunde. Da ist der gute Kollege. Ja, perfekt, ich habe geskippt. Perfekt, super, Fabio, überragend. Ich werde mal für ihn Sancho auf die Bank packen, Wamangituka reinhauen und in-game werde ich Wamangituka in der 5-3-2 als Stürmer spielen, Reus als Zehner. Und in der engen Raute werde ich Wamangituka auch als Stürmer testen. So. Übrigens, gesamte Team Review wird auch noch als YouTube-Video folgen. Freut euch drauf. Erstmal Chemistry Style. Ich sage euch ehrlich, ich brauche eigentlich einen Balance Boost bei ihm. Habe ich heute im Stream gelernt. Engine ist da, glaube ich, tatsächlich das Beste. Wenn wir jetzt mal schauen. Wir spielen ihn mal auf Engine. Ja, Balance plus 10. Langer Pass plus 5. Kurzer Pass plus 5 ist eigentlich optimal. Wir gehen rein ins Game. Weekend League. Härtetest für Silas Wamangituka. Ihr seht es. Ich habe noch genau 0 Spiele mit dem gespielt. Ich bin gespannt, wie der sich spielen lässt. Abfahrt. Wir gehen rein. Erster Gegner. Ja, ordentliches Team. Schauen wir mal, was Silas so drauf hat, Freunde. 5 Sterne Skill. So, wo ist er? Silas. Nummer 19. Geht es überhaupt? Warum hat eigentlich hat Davis? Hier, Silas. Zack, zack. Ja, guter Reverse Elastico, Schappi, hä? Silas mit Platz. Ja, tankt sich hier durch. Gut so. Möchte den Ball auch wieder haben? Ne? Lewandowski. Schlechter Ball. So, Silas Wamangituka. Ja. Okay. Vorne ist er da. Ah. Warte kurz, Silas. Kommt gleich. Jetzt vielleicht. Silas Wamangituka mit dem linken Fuß. Okay. Hater würden sagen, ich wollte ein Elastico machen. Nein, ich mache auch Roulettes, Freunde. Wer meine Streams schaut, weiß es. Dass er den mit links reinhaut ins lange Eck. Nicht schlecht. Silas mit dem 1-0. Hat er gut gemacht. War eine ordentliche Aktion. So, weiter geht's. Vor allem der Gegner, der denkt sich auch so, hä, was ist das hier? Will er hier
Let's Skill mit Silas Wamangituka machen, oder was ist das? Ah ja. Ah. Chat? Wir haben ein Problem. Er lässt sich schon gut steuern eigentlich. Also man merkt schon, dass er einen Balance Boost bekommen hat. So, jetzt Silas am Ball. Guter Pass. Silas G. Schusstäuschung. Silas wieder mit... Was war das denn für ein Schuss? Was war das denn für ein Schuss? Oh, alter Schwede, was für eine Kanone. 2-1 Silas Wamangituka. Was süß, Alman. So, jetzt Silas, zeig deinen Laufweg. Zeig es. Ah, okay, verteidigt der Gegner gut. Oh, oh. Abseits, Ref. Ref? Hey, dieser Rashford, Mann. Weiter, Silas. Trag das Team, mein Lieber. Trag es auf deinen Schultern. Zieh den Rucksack nicht aus. Zieh ihn nicht aus, mein Lieber. Das macht er gut. Okay. Nutmeg kann er auch. Oh, okay. Backt sich durch. Alter, ich glaube, der kann richtig... Also irgendwie, erster Eindruck, Silas. Schon irgendwie geil. Ja, okay. Irgendwann weiß es der Gegner. Ah ja. Ah ja. Ah ja. So stellt man sich das natürlich vor. Super, überragend. So, wir werden jetzt mal in die enge Raute gehen und jetzt Silas auch im Sturm testen. Er hat ja gerade zwar auch Stürmer gespielt, aber ja, wir werden ihn trotzdem testen. Alter! Silas Wamangituka, was für eine Aktion! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Habt ihr den Boost gerade gesehen von dem? Alter Schwede, was? Der ist ja geisteskrank. Wamangituka? Absolut filigran? Tje? Der ist zu gut. Chat? Der ist zu gut? Was ist das denn? Ich bin einfach nur gelaufen und hab geschossen. Oh mein Gott. Silas Wamangituka. Again. Der Zug rollt. Oh, schade. Okay, wäre zu viel gewesen. Silas? Was ist das denn für ein Pass, Goretzka? Schade. Elastico hat er verteidigt. Ja, das ist halt eine Waffe bei Silas. Der kann halt Elasticos auch machen. Er kann alles machen mit 5 Sterne Skill. Silas. Geh einfach nur. Geh einfach nur. Lauf, mein Bester. Aber nein, okay. Okay, okay, okay. Ja, Varane, Team of the Season, Freunde, mit dem ist nicht zu spaßen. Hat man gesehen, obwohl er eigentlich gute Ausdauer hat. Aber guck mal denn seinen Körper. Guck mal. Wie er sich einfach durchsetzt. Chat, ich mach nur ein Spiel. Ich mach nur ein Spiel. Er hat alle Tore geschossen. Wir spielen hier gerade ein schwitziges Weekend League Spiel, Freunde. Er hat jedes Tor geschossen, Silas Wamangituka. Aber was für Tore? Nicht irgendwie reingeschoben oder so, immer durchgesetzt alles. Erste warum soll ich jetzt 5 Spiele mit dem Spiel? Ich brauche nur ein Spiel mit dem Spielen. Der ist unglaublich. Ich mache jetzt nur ein Spiel, was soll ich machen, Chat? Ich brauche doch nicht hier jetzt halt euch 5 Spiele irgendwas volllabern. Ihr seht es doch. Er macht 5 Tore, Chat. Und es ist jetzt nicht so, dass ich nur versuche mit ihm zu spielen. Ich spiele hier ein schwitziges Weekend League Spiel. Hilfe! Silas, im eigenen 16er. Super Spiel. Nein, nicht da. Da wollte ich doch nicht hinpassen. Es ist wirklich, also... Ich brauche nichts erzählen. Ich spiele gerade Weekend League, Freunde. Ihr seht es selbst. So, der Gegner ist auch echt, echt gut. Also, ohne Spaß. Ich schwitze hier gerade schon rein. So. Silas, ich brauche dich jetzt. Ich brauche dich jetzt, Silas. Spiel den Stiefel runter. Spiel ihn runter. Hau deinen Körper rein. Oh nein. Oh, Silas? Weg das Ding. Ref? GG's. Alter Schwede. Ohne Witz, Freunde.
Silas Wamangituka. 5 Tore, 5-4 gewonnen, Weekend League Spiel. Man könnte denken, es war gescriptet. 10,0 Bewertung, Wamangituka. Man könnte denken, ich habe es nur hier so gerade so getan, als würde ich hier gerade Weekend League spielen und es war alles hier. Das glaube ich nicht. Das glaube ich wirklich nicht. Wir haben nur ein Spiel gemacht, aber das reicht mir. Ihr seht es, ein Weekend League Spiel, 5 Tore. Der ist nicht aufzuhalten, wie so ein Zug. Mit Balance 98 ist er halt, bewegt er sich gefühlt auch wie Neymar. Also langer Pass, merkt man schon, Weak Foot. Der hat Tore auch mit links geschossen, habe ich nicht gemerkt, keine Ahnung. Unglaublich, also ich werde ihn weiterhin spielen und testen, aber Player Review für euch, 85er und 84er Team, wirklich nicht teuer. Der hat wirklich richtig, richtig Freude gemacht gerade. Ich habe gerade Weekend League gespielt und trotzdem Spielspaß gehabt, weil der Typ auf dem Platz war. Vielleicht hat er einen guten Tag gerade erwischt, aber ihr habt es gesehen, der Typ ist eine Maschine. Das kann ich euch jetzt schon sagen, Preis-Leistung 10 von 10, 5 Sterne Skill, Meter, Tempo, Meter, Dribbling Balance mit Engine, Meter, Abschluss, Meter. Macht ihn euch. Vor allem er hat zusätzlich 91 Stärke, das heißt, er setzt sich auch wirklich durch in den Zweikämpfen. Schreibt mir gerne eure Erfahrungen in die Kommentare rein, ich hoffe, das Player Review hat euch gefallen. Ich werde versuchen, noch ein Team Review zu machen, ein Bundesliga Team Review. Ich hoffe, das Format hat euch gefallen und lasst gerne einen Daumen da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da, ganz wichtig, Kommentar. Und lasst Liebe da auf dem Video, schreibt gerne rein, welchen Spieler ich als nächstes testen soll oder ob ich das öfter machen soll. Wir müssen miteinander hier kommunikaten, um irgendwie auch auf YouTube geile Formate zu schaffen. Deswegen hoffe ich, es hat euch gefallen. Ich bin jetzt raus. Ciao.